Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Crusader Kings 3 hier auf Gen X Reloaded. Schön, dass ihr wieder dabei seid zur 150. Folge dieser Spielrunde. Und ja, das ist doch schon eine ganz schöne Menge, würde ich sagen. Und da freue ich mich auch, dass es schon so lange läuft und auch, ich würde sagen, generell, ja, generell würde ich sagen, eigentlich ganz gut läuft. Also ich hatte schon schlechtere Spielrunden, sage ich es mal so. Klar, wir mussten einige Rückschläge hinnehmen, denn waren wir ja schon mal ein Kaiserreich, das dann erschlagen wurde. Und jetzt das mit dem geteilten Deutschland ist natürlich auch nicht das Optimale, muss man ganz ehrlich sagen. Aber daran arbeiten wir bereits, denn wir haben ein Auge geworfen, jetzt uns langsam großen Meeren ja, einzuverleiben. Momentan hätten wir zumindest eine gute Chance, unsere de jure Gebiete zu erobern, denn der König Eustache der Dritte befindet sich zurzeit schon in einem Krieg, und zwar gegen von Böhmen, ja, gegen sich selber. Ja, Böhmen ist hier. Achso, Tomasic. König Eustache der Dritte, Tomasic. Okay. Ja, aber wie gesagt, zurzeit hätten wir da gute Chancen. Das Problem ist, dass unser eigenes Land momentan noch zu unruhig ist. Unser Ratsmarschall, unsere Ratsmarschallin, heißt das dann so? Weiß ich nicht. Braucht noch 7 Monate, das ist nicht mehr so lange. Und dann ist es in Schalauen dann schon definitiv besser. Ja, Schalauen steht hier, sonst stand das hier nämlich auch als einen meiner Provinzen zu unruhig ist. Nachricht. Ja, genau, was kosten. 150. Wollte ich doch gar nicht. So, und ich wollte hier noch mal gucken. So. Meine Vasallen würden bis zu 20 Punkte verlieren, wenn ich meine Lehnsautorität erhöhe. Jetzt könnte ich mir meine Vasallen eben angucken. Und oh, hier Gregor schon Pull. Kann ich beides, also das kann ich auf jeden Fall beenden. Und das ist ja eh gleich vorbei. Och nein, falsch. Dann würde ich mich nämlich erstmal, oh Mann, was mache ich denn? Mich um den Vasallen hier kümmern. Hab ich. Einflussung 91%. Gut. Ja, weil es mir nichts bringt, jetzt meine Lehnsautorität zu erhöhen, wenn mir dann die Vasallen dann eh wieder auf vor die Füße spucken und einen Aufstand proben. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. So. Gut, jetzt warten wir, bis wir in Schalauen fertig sind. Also bis mein Ratsmarschall da fertig ist. Und dann gucken wir mal, was wir heute machen können.
kann nicht. Siehst du, das ist nämlich genau das, was ich meine. Ich habe schon noch gar nichts gemacht und trotzdem. Warum? Warum, mein Freund? Was für ein Geschenk? Kosten 150, 31, wo mache ich? So. Ha! Und schon ist er wieder. Mein Nachbar König Humbert hat einen Krieg verloren. Der Sieger Vasallen Grafin Silvia von euch, also von mir. Jassischer Anspruch auf Grafschaft von Schusch. Okay. Ja, und das Geschenk. Vielleicht mal schlecht. Ja, und ich hole mir erst das. Aber ich möchte mich ja eigentlich nicht nach da ausbreiten. Sondern ich möchte das Land zusammenbringen. Ja. Naja. Also historisch gesehen, zu der Zeit 1174. Und unserer realen Timeline, also die Real-Life-Timeline, sage ich jetzt mal, herrschte zu der Zeit Friedrich I., Barbarossa, und über das Heilige Römische Reich. Und das hatte ja noch ganz andere Ausdehnungen. Meins jetzt. Ein bisschen versetzt, das gehört dazu, Teile von Italien bis hier ungefähr. Ja, bis zum Anfang der Vatikanstadt halt. Also Rom. Und ja. Das hat man dann kurzzeitig eingenommen, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Musste man aber wegen, weil die, war das Rom, wo die Malaria ausgebrochen ist, und dann mussten die das nämlich abbrechen. Da gab es dann ja auch noch Ärger mit Papst Alexander, mit dem Kriegerpapst. Oder Kriegerpriester, wie hieß der? Alexander. Ja. Spannende Geschichte auf jeden Fall. Und da gab es dann auch die Lombarden. Die Lombardei, die sich quasi dann auch später noch ja quasi angeschlossen hat. Also wie gesagt, also alles sehr spannende Geschichte, ist alles auch. Das Wissen, was ich habe, ist alles angelesen. Ich bin kein, habe ich aber glaube ich schon ein paar Mal gesagt, bin kein Historiker oder so. Habe Geschichte nicht studiert oder sowas in der Richtung. Aber ja. Also rein theoretisch war das Heilige Römische Reich auch groß. Deswegen finde ich, kann man ruhig zumindest Großmähren noch einnehmen. Vor allen Dingen, weil das hier auch mitten im Weg ist. Irgendwie so dazwischen. Aber die kann ich mir auch vorstellen, und die würden sogar, also das könnte ich mir sogar eventuell relativ schnell einverleiben. Meine Ansprüche, was habe ich denn für Ansprüche? Ja, das habe ich. Anspruch. Oh, hi. Ja, ich könnte ja versuchen, noch weitere Ansprüche zu fungieren. So würde 15 Monate dauern. Dann mal gucken. So. Titel von Herzogtum von Moldawien.
Ja, stimmt, das ist ja nur noch das, was fehlt. Das, aber das könnte ich vielleicht gleich auch durch Vasallen bekommen. Ich spare mir noch ein bisschen Geld an. Ist beeinflusst. Ja gut, das sehe ich schon. 200. Deswegen werde ich das auch beenden. Und ich hier noch weiter. Ja, dann haben sind irgendwie alle relativ hoch. Die lieben mich alle. Die lieben mich. %. So, dann haben wir das nämlich auch wieder voll. Ja gut. Also die beiden Plätze belegt. Nachfolger gibt es von Deutschland. Vertriebener Lanzenreiter. Verliert 3. Bei einem Empfang von Edelleuten aus nahen und fernen Reichen ergeben sich Gelegenheiten, allen zu zeigen, was für ein großartiger Mensch mein Vasall Herzog Rutger ist. Mein Fürst, so sagt mir, wer ist der eleganteste Mensch, von dem ihr je gehört habt? Sehr elegant. Ich nicht. Ein Eiferer, also. Unzufrieden. Großzügig, arrogant, ein religiöser Eiferer. Intrigenspinner, ein Kräuterkundler, Jäger, ein Zwilling, ein Reisender. Tschüss. Zehn Meinungen von mir. Das bin natürlich ich. Also ich. Problem ist, die sind natürlich alle auch meinem Glauben, ne? Und wenn ich das recht in Erinnerung habe, sieht das die Kirche logischerweise auch nicht gern, wenn man zu oft gegen die eigenen Glaubensbrüder in den Krieg zieht. Auf der anderen Seite habe ich hier natürlich auch Ansprüche. Michael Ludolf Finger. Bremer Onkel. Enkel. 20 Meinungen von mir. Und Herzogin Gerberga hat von Holstein hat die Aufgabe mehr Kontrolle in Gemeinde Schalauenberg. So, wo sieht das noch scheiße aus? Überall. Und hier ist es richtig hoch. 7 Jahre. So das. Oh nein. Wie kann ein Herz nur solchen Schmerz erleiden, ohne zu brechen? Ein Ding der Unmöglichkeit. Und doch bin ich hier. Mein Herz schlägt weiter, während das eure verstummt ist. O Elisa, ein Augenstern. Ohne euch wird das Leben nicht dasselbe sein. Oh Mann. Schön ist bleiben die Erinnerung. Ein Seelengefährte. Anspannung 30. Na, logischerweise. Ist kritisch. Meine gemeine Stimme. Überwältigende Trauer. Das Leben war noch nie einfach, doch der Verlust von Elisa hat mir den Rest gegeben. Sie war meine Lebenspartnerin und hat mir durch so viele tiefe Täler geholfen und mir stets Trost gespendet. Wir hatten zwar unsere Meinungsverschiedenheiten,
Doch ohne sie durchs Leben zu gehen, erscheint mir so überwältigend. Wie soll ich das nur ohne sie schaffen? Das Leben ohne sie überhaupt lebenswert? Werde melancholisch, verliere aber 85 Anspannung. Ja, Diplomatie minus 1, Kriegsführung, Verwaltung, Ränkespiel, überall minus 1, Fruchtbarkeit minus 10 und moderater Gesundheitsmalus. Ein Krug, um mich an sie zu erinnern. Und ein Krug, um zu vergessen. Ja, Anspannung will ich definitiv, also Anspannung. Rückenbold will ich definitiv nicht. Muss weitermachen, sie hätte es so gewollt. Ich halte eingefrorene Trauer. Der Charakter, der nie über den Tod eines lieben Menschen hinweggekommen ist, hatte schwerer, eine Bindung zu anderen aufzubauen. Diplomatie. Diplomatie minus 2, Gesundheit, moderater Malus, Anspannung zu wachsen, minus 20%. Und Komplottstärke für persönliche Komplotte minus 20%. Nee, ich muss. Ja, da verliere ich auch am meisten. Bin ich mir von manchen. So, ich kann hier einen neuen Wandel. Anatomische Studien. So, Hofarzt kostet weniger, also anzuwerben. Und Hofarztbehandlungen haben bessere Ergebnisse. So. Ja, ich kann heiraten. Genau. Ja, ich will aber den Weiß. Ja, aber so jung, ich bin 59. Ich möchte nicht so eine junge Frau, ein Mädchen. Das sind noch Mädchen. Das geht nicht. Sind alle noch so jung? Ja, nein. Ich heirate nicht so junge Frauen. Das Unterschied. So. Ja, aber nur ist auch doof. Ja, weil 30, 35 ist ja auch in Ordnung. Ich weiß nicht. Ja, es hat auch eine bürgerliche Nummer. Warum sollte der König von Deutschland irgendwie eine bürgerliche aus Italien heiraten? Also, na, das ergibt ja keinen Sinn. Wissen des Hofarztes wurde erhöht. Als Beta hat 10 Eigenschaftserfahrungen. Mein Radspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist, doch jemand schmiedet einen Komplott, um meine Person zu entmorden, und zwar meinen Höfling Mutina. Ja, wir müssen aufhalten, ne? Natürlich. Ist ja wohl klar.
Übel, übel, übel. Ja. Aber das ist echt traurig mit Elisa. Ja, immer noch Maria. Sich darüber zu entscheiden, wie die Erkrankung von Maria zu behandeln ist. Das ist Aussatz, ja, immer noch. Ich denke zwar, dass eine einfache Tinktur reichen könnte, aber die Wahl liegt bei euch, mein Füßen. Ja, Maria soll entscheiden. Für sie ihre Behandlung. Mein Bündnis ist ausgelaufen. Ist gesterpselt. Ein Sturm auf See. Wieder, das passiert oft da. Königreich von England. Hä? Wo sollte das denn? Dann nehmen. Herzog Rutger ist auch beeinflusst. Sehr schön, ist jetzt auch bei 100 schon. Und eine Fraktion. Gut. Nee, das solltest du nicht toll auf. So, und hier ist Herzog Rudolf. Flandern. Ja, nee, ich habe echt keine. Und außerdem bin ich. Meine Frau ist gerade. Nein, ich will da jetzt nicht hin. Und das passt auch, dass er das ablehnt, weil er ist ja auch schüchtern. Ich fühle mich durch eure Anfrage geehrt und werde euch gern meinen Verbündeten nennen. Zeichnet König Marcus von England. 17. Wunderbare Neuigkeit. Gut. Sehr, sehr gut. Ich lese den letzten Brief, den meine Vasallin Gräfin, den Silvia, mir geschickt hat und lächle. Zumindest scheint sie mich jetzt in einem besseren Licht zu sehen. Obgleich dies ein Erfolg ist, bin ich doch versucht, diese Gelegenheit zu nutzen und zu versuchen, ihr noch näher zu kommen. Werde ich meine Fähigkeiten im Bereich der Diplomatie auf die Probe stellen? Diplomatie-Herausforderung, Gräfin Silvia, mögliche Ergebnisse 66%. Sie weiß meine Bemühungen zu schätzen. Da sind 20 Meinungen von mir. 34%. Sie ist brüskiert, verliert 10. Und ja. Aber sie hat schon 30 Meinungen von mir erhalten. Das wird rasch für mich erledigen. Mögliche Ergebnisse. 86%. Sie weiß meine Bemühungen zu schätzen. Gewinnt 15 Meinungen. 13%. Sie ist brüskiert, verliert 19. Krumme Zahlen. Und ja, die 30 habe ich auf jeden Fall. Das heißt, mindestens 10 Meinungen gewinnt sie so oder so. Was war das? König Bauduin. Nee, 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 nee. Einmal ansprechen. So, hier wird sich natürlich noch nicht viel geändert haben. Denke ich mal. Ach, die sind einfach zu jung. Kann ich nicht machen. Kann ich.
Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Mein Radspitzel ist mit einer Entdeckung zu mir gekommen. Er ist sich sicher, dass meine Bekanntschaft Ozzek ein Komplott schmiedet. Das Opfer mein Höfling Mutina. Ozzek. Ich weiß nicht, wer du bist. Mutina ist mein Karawanenführer. Und mein Hofbraumeister. Ja, wird als Agent im Mord gegen Mutina bloßgestellt. Setzt 150 Prestige ein, verliert 10 Jahre lang 20 Meinung von mir. Hat mich eins komplett nicht. Ja, aber Bro, du bist. Wer bist du? Du hast nichts. Du hast nicht mehr Eltern. Bist vom Himmel gefallen. Ein Engel. Oder aus der Hölle gekrochen. Werft ihn ins Gefängnis. Nö. Also ich lasse ihn auch nicht, aber ich bin zwar der Gute, aber ich bin nicht doof. Ja. Nee, nee, nee. Lass ihn einfach verpissen. Oh nein, du das zweite Kind. Prinzessin Mirianna wurde ermordet. Was? Das kann ja wohl echt nicht euer Ernst sein. Oh Gott, wie konntest du Mirianna das antun? Wenn ich gesündigt habe, warum bestraft ihr dann nicht mich? Sie war bei bar jeder Schuld, meine perfekte Tochter. Das Leben hatte noch so viel vor mit ihr. 33. Starb unter mysteriösen Umständen. Ich fass es nicht. Hatte sie nicht verdient. Schon wieder 30 Anspannung. Ja, und deswegen, weil wir nicht, weil. Was bist denn du für ein Arsch? Ja, Alter, dann nutzt ihr überhaupt Interaktion oder einen Anspruch für euch selbst auf einen von Graf Benicke gehaltenen Titel erheben. Der hat ja nur den einen Titel. So. Und hier war noch. Mein Nachbar König Antoine hat einen Krieg gewonnen. Der Verlierer König Gera von Samisch. Religionskrieg um Herzogtum von Helgoland. Samisch ist da oben. So. Gut. Ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Wir haben die halbe Stunde gleich wieder erreicht. Und ja, aber noch eine gute 105. Naja, was heißt eine gute 50. Folge? Also, wenn man jetzt mal davon absieht, dass bereits mein zweites Kind gestorben ist, ist das natürlich alles nicht so toll. Aber wir werden definitiv Rache an die Welt, an der Welt üben, an die Welt, an der Welt üben, indem wir uns hier noch demnächst was einverleiben. Entweder fangen wir hier an und gehen dann so, und dann haben wir wirklich dieses Stück. So, dass das quasi auch symmetrisch einigermaßen gut aussieht. Ihr wisst, was ich meine. Okay.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, ein Abo wäre nice. Teilt das Video, wenn ihr möchtet. Kommentiert gerne, das freut mich auch immer. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye bye, euer Tobi.